Ab einem gewissen Alter freut man sich über solche Dinge. Entweder passen da Füße rein oder mein Neffe. Was ist das? Also man darf nicht vergessen, es ist eine Bastelbox eigentlich. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einem richtig coolen Unboxing-Video. Ich war bei Amazon unterwegs und habe da gesehen, dass es so Surprise-Boxen gibt, also Ausverkauf-Boxen. Ich glaube, die Box jetzt hier kam 12 Euro oder sowas. Und zwar Bastelbedarf. Also hier ist alles bezüglich, was man für DIY, Basteln benötigt. Da konnte man auswählen, ob man, wir hatten das schon mal gemacht mit so einer Beauty-Box und so. Da konnte man das auswählen und da gab es eine DIY-Bastelbedarf-Ausverkauf-Box. Also da ist von ganz, ganz vielen Firmen sämtliches Zeug drin. Wir haben die sehr gespannt und aufgemacht und kurz reingelunscht. Sehr, sehr groß. Ja. Und wenn ihr euch wundert, warum wir jetzt hier im Chaos-Studio sitzen, das liegt daran, dass wir ein paar Umbauten haben in der Nähe vom DIY-Studio und das sehr, sehr laut ist. Und damit wir natürlich Videos für euch drehen können, sind wir heute hier rein. Genau. Wir haben ja zum Glück die Möglichkeit, ein bisschen flexibel zu sein. Genau. Und ich würde sagen, wir stellen das auch mal runter. Gott, ist die schwer. Und beginnen auch mal direkt mit dem ersten Teil. Oha. Okay, also Leute, hier ist vieles drin. Also ich muss noch mal dazu sagen, der Preis, der war wirklich Minimum. Umso krasser ist es und wir gucken jetzt mal, was wenn man da reinguckt. Ich packe mal das erste hier aus und was auch immer das mit was, obwohl doch. Eine Teebox. Auch noch komplett zugeschweißt. Ja, also komplett neu. Komplett neu. Ich finde die richtig cool. Hier steht Tee drauf. Die ist durchsichtig. Hier hat man dann sozusagen seine Behälter. Die kann man entweder tatsächlich für Tee benutzen und sie cool dekorieren oder man nimmt sie für andere Bastelmaterialien. Ja, kann man auch so als richtig coole Aufbewahrungsbox nehmen. Wir können ja mal daraus auch eine kleine Challenge machen und den Wert berechnen oder tippen. Ja. Ich würde jetzt so tippen, dass so eine Teebox um die so in der Plasteoptik vielleicht 2-3 Euro kostet. Würde ich auch sagen. Wenn man die irgendwie bei Teddy oder so holt, 2-3 Euro. Sagen wir einfach mal 2 Euro. Wir setzen mal tief an. Okay, ich schnapp mir mal das nächste. Q-Ball 2, das kreative Kugelbahn-Set. 15-teilig. Ist das eine Murmelbahn? Das ist eine Murmelbahn. Ich liebe Murmelbahn. Ich lasse einmal eine Murmel durchlaufen, ja? Jetzt ist fest. Ich halte es mal fest. Oh, ich habe es früher geliebt. Ich auch. Ich liebe die. Da kam sie schon raus. Ja. Und ich glaube, die kann man wirklich total flexibel aufbauen. Ja, die kannst du dir ja hier unterschiedlich. Ach, wie cool ist das? Das ist mega. Was würdest du tippen, was das so kostet? Sowas kriegst du auch manchmal so im 1-Euro-Shop oder so. Mhm. Aber wenn du halt zum Beispiel zu Butlers oder so gehst und das so als Geburtstagsgeschenk kaufst, kann das auch schon mal so 10 Euro und so kosten. Ja. Weil ich finde, das ist halt so ein richtiges Entertainment-Ding. Ich würde das mal so im Mittelfeld, sagen wir mal 4 Euro? Ja. Ich würde, ja, so 4. So, wir machen mal weiter. Und hier haben wir auch ein Bastelset. 7 plus, also ab 7 Jahre. Ein Astronaut und Rakete. Und zwar sind das hier so, ist das schon mal geöffnet worden? Ich weiß es nie, das ist wahrscheinlich nee, das zu. Ist noch verklebt. Also es scheint alles auch nagelneu zu sein. Und zwar hat man hier so Filzsachen drin, so ein richtiges Set mit Glitzerstein und Augen und hier so Filzsachen, wo man sich sein Astronaut zusammenkleben kann. Das ist so Kunststoff, Kunstleder. Also hat auf jeden Fall auch was mit Basteln zu tun. Finde ich, ich bin bis jetzt überrascht. Würde ich auch sagen, das kann auch so 3-4 Euro kosten. Ja. Würdest du tippen? Ja. Okay, ich habe mal das nächste rausgenommen. Das ist tatsächlich, da habe ich einfach Luftpolsterumschläge. Ja. Mega praktisch. Wenn man sie braucht, hat man sie nie zu Hause. Scheint wahrscheinlich auch Bastel- und Bürobedarf zu sein. Ja. So, ne? Aber ich finde, das ist halt was, ist ein absoluter Schnapper, ne? Die sind richtig teuer. Erstmal sind die richtig teuer. Wenn man's braucht, braucht man's, ne? Ja. So, was haben wir noch hier? Okay, jetzt bin ich gespannt. Und ein 3-Krone-Euro-Vertrieb? Was ist denn das? Einfach und schlagbar. Das ist ein Putztuch. Wahrscheinlich, oder? Ist es ein Putztuch? Das ist eine Krone, aber vielleicht ist das auch einfach nur Hersteller? Vom Hersteller. Oder vielleicht ist es auch so bedruckt, vielleicht ist es so Werbematerial. Ja, ein Mikrofasertuch. Wie cool. Sehr cool. Ein Mikrofasertuch zum wasserlöslich, zum Saubermachen. Ja. Kann man natürlich auch zum Basteln nehmen oder um das, den Basteldreck wieder wegzumachen. Aber so Mikrofasertücher sind auch nicht günstig. Direkt für Computer, Telefonanlagen, Fotokopierer, Spiegel, also kann man wirklich für alles nehmen. Und ich glaube, alle, die gerne putzen, beziehungsweise ab einem gewissen Alter freut man sich über solche Dinge. Finde ich nicht schlecht. Ich schnapp mir mal
eine Sache, die hier so mittig drin liegt. Und es sind, ich muss die mal zählen, es sind Kleiderbügel. Die sehr sperrige. Sehr sperrige. Ich glaube 9 Stück. Die sind mit so leichtem Samt bezogen. Ja. Das ist auf jeden Fall super gut für die Sachen, die man drauf hängt. Das stimmt, das ist gut. Was ich immer nur an den Samt nicht mag, ich finde, da tun sich auch gerne mal so Fussel oder so. Es bleibt nicht lange so schön, muss man sagen. Ja. Auch unterschiedlich. Guck mal, das sind direkt so Hosenbügel hier. Stimmt. Und das normale. Die sind so einzeln mit diesen Einkerbungen. Oh, die Einkerbungen haben sie alle oben. Kann man Adventskalender rausbasteln, kann man Sachen dranhängen, kann man schöne Deko rausmachen. Oder man benutzt die einfach als Kleiderbügel. Ja. Ist halt auch so ein Ding. Die kosten halt auch 2, 3, 4 Euro. Also Leute, wir sind bis jetzt relativ positiv hier überrascht. Ja. Oha, die sind sogar von HS24. Und zwar sind das Kissen. Oh, wie schön. Das ist wirklich wie so eine Sonderposten-Kit. Darf ich anfassen? Ja, so ein Nackenkissen oder so. Boah, voll schön richtig in so stabil an. In so einem Mikrofaser-Samt-Ding und boah, die sind richtig bequem, die sind richtig schön. Klar, könnte man jetzt das aufmachen und die sind auch waschbar, ne? Ja. Könnte man jetzt aufmachen und daraus auch was basteln. Viel mit Basteln hat das jetzt zwar nicht. Man kann sie noch selber gestalten. Also es wirkt bisher auf mich auch wie so ein bisschen so eine Haushaltsdeko-Komplettkiste. Ja. Und vor allem, Leute, für den Preis, ich bin gerade echt überrascht, weil ich weiß, dass solche Kissen nicht günstig sind. Ich nehme mal das nächste, das ist für den Sommer. Oh, und es war leider aufgedreht. Oh, wie cool. Das sind Wasserbomben. Und dieses Wasserbombenbefüllungspumpding. Also da kommt die Wasserbomben rausnehmen, Wasser rein und dann kann man das wirklich pumpen. Und das Gute ist, dieser Aufsatz hier hat eben genau die richtige Größe für die Wasserbomben. Ja. Ich teste jetzt diese coole Sprühflasche. Erstmal natürlich die Ballons raus, bevor das Wasser reinkommt. Oha, wie viel, ne? Mhm. Wasser ist da. Ich spritze dich jetzt mal nicht nass. Hier hat es auch den Abzug, um halt die Leute... Stimm mal zur Seite, damit man es kurz sieht, ob was kommt. Ob es überhaupt geht. Tja. Du musst erstmal pumpen, oder? Ja, das kommt ja für hier oben. Oder vielleicht ist es tatsächlich auch nur, dass es damit geht. Ich dachte, das kann auch selber spritzen. Das enttäuscht mich jetzt so ein bisschen, wie so eine Gießkanne, keine Gießkanne, sondern... Okay. Es funktioniert so, man muss pumpen und dann kann man den Abzug betätigen und es spritzt hier vorne rein. Das Wasser, ne? Aber muss man langsam machen, oder? Ja, es geht nicht schneller. Aber es ist für den Sommer, für die Kiddies oder auch für Erwachsene. Also ich würde damit definitiv auch spielen, Leute. Ist ein bisschen undicht, also mir läuft es langsam auf die Finger runter. Ist eher so für Mini-Wasserbomben. Ja, es läuft. Es läuft. Es ist leicht. Aber funktionieren tut's. Ja. Die Wasserbomben sind auch nicht die größten. Haha! Die erste Wasserbombe des Jahres. So, was haben wir noch hier? Also die Kiste ist noch voll, Leute, ne? Also da ist noch, wir sehen... Ganz leicht den Boden, wir sind auch reichlich Sachen da. Pflanzenstecker kann man auch für Basteln definitiv nutzen. Kann man draufschreiben, Kopfsalat, Petersilie, je nachdem was es ist, die sind wetterfest. Die steckt man sozusagen in die Erde und kann das beschriften. Aber dadurch, es sind 12 Stück drin, kann man auch richtig gute Sachen damit machen, finde ich. Basteln oder so, wenn man Schildchen macht oder das für einen Geschenkkorb oder irgendeine andere Deko-Sache. Finde ich die echt nicht schlecht. Was kosten die so? Was würdest du tippen? So 3 Euro? 2 Euro vielleicht? 2,50 Euro? Ja, würde ich auch sagen. So 2, 3 Euro. Ja. Also wie du schon sagst, eher so Haushaltdinge. Ja. Hier, ne? Aber kann man natürlich auch, wir nutzen ja auch sehr vieles aus dem Haushalt. Klar. Bastelmaterial. Natürlich. Ich habe hier ganz viele Herzchen auf Wäscheklammern. Steht Danke drauf zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, danke zum Geburtstag. Aber die kann man natürlich auch die Schrift einfach mal übermalen mit einem anderen roten Stift und noch was anderes schön drauf dekorieren oder mit Glitzer bekleben. Ja. Auch super schön für Valentinstag oder tatsächlich auch zum Geburtstag. Oder Muttertagesball. Muttertag. Da kann man auch richtig schöne Deko-Sachen da machen. Und dieses Danke, finde ich, ist auch so, wo man, wenn man einfach mal irgendwie ein Geschenk macht außer der Reihe und einfach mal Danke sagen will, kann man auf jeden Fall zum Basteln nutzen. Absolut nichts mit falsch. Nee, finde ich auch nicht schlecht. Dann haben wir hier, das finde ich ja mal richtig cool, Schneidebretter. Ich mache die mal auf. Aufwachen, Liebling. Oh. Richtig süßes Schneidebrett. Wird jetzt nicht so hochwertig sein, aber doch. Plaster halt, ne? Ja. Und hier steht, ist jetzt ein Spruch, würde ich jetzt nicht unbedingt in der Wohnung haben wollen. Nüchtern betrachtet war es besoffen besser. Finde ich den süßer. Ja.
das kann man vielleicht mal als Witz irgendjemanden schenken oder so. Aber kann man, wenn man das jetzt als Unterlage nutzt und das in Geschenkpapier einpackt oder irgendwas anderes daraus macht, kann man das natürlich auch super auch zum Basteln nutzen. Ne? Also so Bretter oder so. Oder man packt so ein Frühstückskörbchen, tut das damit rein, schön in Folie einpacken, ein paar Blümchen dazu. Oder einfach als Bastelunterlage. Richtig. So, ich schnapp mir mal das nächste. Und es ist ein Getränkekühlungspool in Deutschland. Flaggenoptik. Oh mein Gott. Also für die nächste WM oder EM. Das wäre so richtig was für meinen Freund, ey. Kannst ihn gerne mitnehmen. Im Garten. Ja. Schön WM gucken. Füße rein. Red Bull kalt stellen. Richtig. Also entweder passen da Füße rein oder... Mein Neffe. Ich werde ihn jetzt nicht aufpusten, das wird zu lange dauern. Aber der hat ungefähr die Größe. Das ist schon witzig. Ja, das ist witzig. Weißt du, was ich gerade richtig cool... Weißt du, für was ich das nutzen würde? Für Bruno. Oh ja. Voll perfekt, weil Bruno geht ja nicht gerne baden. Aber im Sommer, wenn das so heiß ist und ich das auf den Balkon stellen würde, dann würde der sich, könnte der immer rein und sich abkühlen. Ein Hundepool. Ja, ich finde, also weil Bruno ist auch klein, ist ein perfekter Hundepool. Ich würde ja das Hundepool nutzen. Ja, ja, für Hunde, Getränke, Füße. Ja. Vielfältig einsetzbar. So, was haben wir noch hier? Ist das ein Ventilator? Nee. Ein kaputter Ventilator? Was macht das? Also hier gehören Batterien rein. Oh, warte mal, hier ist, glaube ich, habe. Und zwar ist das ein Massagegerät. Da kommen Batterien rein. Und dann macht das hier vorne irgendwie eine Vibration und dann kann man sich das hier so und sich damit massieren. Wie praktisch ist denn das, ey, wenn das so irgendwo sitzt oder so? Boah. Guck mal, wie dieses Massageding hier funktioniert. Wir haben jetzt Batterien geholt. Man drückt hier drauf und dann vibriert es. Oh, das ist nicht schlecht, Leute. Also ich merke jetzt nicht viel, dass es massiert, aber wenn man es vielleicht noch so kreist. Also ich kann... Das ist eher komisch. Nee. Ja, also es, ich finde es unnötig, braucht man nicht, aber für den Arbeitsplatz oder so, wenn man wirklich irgendwo eine Verspannung hat im Muskel, dann kann man, aber dafür gibt es zu wenig Vibration ab. Ja, es ist einfach nicht kräftig genug und es ist einfach auch so ein gleichbleibendes... Ja. Wie gesagt, hier steht Massager drauf. Ich würde mir eher einen Ventilator holen in ist der so ein gleichen typ, Größe. Ja, es ist so ein typisches 1-Euro-Ding wahrscheinlich, was man irgendwo findet. Ich habe mir schon das nächste geschnappt und es sind Lumbands. Oh, ist das ein Magnet? Leim? Keine Ahnung, also hier sind Lumbands drin. Die dann sind nickelfrei sogar. Vergoldet. Sind hier so komische Arme drin. Bianca, was ist das? Ein Magnetpflaster wirken wohltuend bei Muskelverspannung, besonders im Bereich Nacken, Schulter und Rücken. Kleben Sie das Pflaster auf die verspannte oder schmelzende Stelle. Schmerzende Stelle. Schmelzend. Vergoldet und das klebt man sich sozusagen, wenn du Verspannung hast, irgendwo hin und dann soll das helfen. Noch nie in meinem Leben sowas gehört. Ich auch nicht. Sieht für mich eher aus wie so ein Erste-Hilfe-Koffer, oder? Was du hier drin hast. Aber hier sind einfach Sachen drin, die alle nichts miteinander zu tun haben. Hier sind Entkalkungstabletten drin. Oh, die sind sehr gut für Wasserkochen. Das sind Entkalkungstabletten. Dann sind diese Dinger hier drin, wo ich überhaupt nicht weiß. Ich gebe dir mal eins. Das ist eine Hand. Das ist ein Kugelschreiber. Ah, wie witzig. Schaut mal. Dann sind hier selbstklebende Haken drin. Und eine Brotbüchse. Eine Brotbox. Was macht... Also, das ist einfach wie so ein... Das ist nochmal einfach eine Überraschungsbox in sich selbst. Ja, also ich glaube, dass hier wirklich das so gemacht ist, dass hier einfach ausverkauft ganz viele Sachen in die Kiste... Und in diese Kiste wurden nochmal extra kleine Sachen geworfen. Und ich glaube, man kann entweder Glück haben und hat richtig coole Sachen dabei, wie zum Beispiel so krasse Kisten oder sowas. Oder man hat Pech. Ja, basteln ist jetzt sehr wenig dabei, aber... Bis jetzt. So, was ist das? Das nächste ist... Ah, wie cool! Kennst du die? Die kenne ich. Die sind so gut, Leute. Ja. Das sind, da kannst du, boah, ey, wenn ich an meinen Kleiderschrank denke, dann würde ja, da tut man Klamotten rein, dann tut man das hier oben festmachen. Meine Mama hat das nämlich auch, wenn man es nicht kaputt macht. Und dann tut man hier mit dem Staubsauger, das sind Vakuum-Sachen, das saugt dann sozusagen komplett die Luft raus. Und dann kann man aus den Klamotten oder auch zum Reißen die richtig klein hinkriegen. Also richtig, richtig gut. Eine Überraschung nach der anderen. Ja. Ich schnapp mir mal das nächste. Orange Party Lights. Frag mal, sind die vielleicht mit Solar sogar? Nee, sind die mit Batterien? Also ist eine Lichterkette. Bestimmt. 10 Stück ist mit Steckern. Erinnert mich sehr an Halloween irgendwie. Stimmt, man könnte da so kleine Gesichter drauf malen. Dann hat man eine richtig coole Halloween-Dekoration. Ja. Aber ich glaube, die machen auch ein schönes Licht so im Sommer. Ja, so das stimmt. Draußen oder so. Hier sind schon mal
5 Bälle. Ah, das ist tatsächlich eine richtige Lichterkette. Da ist nämlich, sind die Lampen dran. Hier kommen die anderen 5. Man kann die auch so zum Lagern dann so klein machen. Sind hier diese Streben dabei, um das Ganze zu stabilisieren. Ein bisschen Aufbauarbeit. So werden sie natürlich dann aufgebaut. Das kommt hier so rein. Dann kann man jeweils, ist wirklich wie Weihnachten, kommt hier rein. Simpel erklärt. Genau, das kommt hier einfach rein. Wir gucken wird mal, hier festgeklemmt. Wie funktioniert. Ja. Oh ja, guck mal. Die gibt sogar richtig schön Licht. Ja. Ab. Muss man natürlich noch ein bisschen aufbauen. Hier das immer reinklemmen. Aber wirklich schön. Also ich kann mir vorstellen, dass die wirklich so am Sommerabend eine richtig schöne Atmosphäre machen. Sehr süß. Eine lustige Nackenstütze für Kinder ist hier mit drin. Also gerade zum Reisen oder für Autofahrten. Das ist eine Katze oder so. Oh Gott, das ist ja wirklich ein Mini-Hals. Richtig niedlich. Ja. Ist jetzt natürlich nicht hochwertig oder so. Also man fühlt es halt. Aber gerade so für die Autofahrt oder so. Ja. Oder um Kinder zu beruhigen. Also hier ist wirklich alles, hier ist alles drin, ist, ne? Alles. Also aha. Ich habe so das Gefühl, wir haben halben Laden hier drin. Ich glaube, wir bestellen öfters mal solche Boxen. Ist das eine Gießkanne, oder? Ja, und wisst ihr, wie die aussieht? Wie eine Wunderlampe. Die sieht aus wie von wie Madame Pouté. Jetzt, wenn, ach, ich würde die so gerne gerade anmalen. Boah, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare. Mhm. Und wenn du hier schön und das Biest drauf ja. machst, das ist eine richtig coole. Eine sehr, sehr coole, selbstgemachte Gießkanne. Ich finde die total süß, die Gießkanne. Das ist mal was ganz anderes. Ja. Ich dachte gerade, es hat mich gerade auch so ein bisschen an Aladdin erinnert, aber die wäre schmaler tatsächlich. Ja. Ich finde, die sieht wirklich aus wie Madame Pouté. Also von Schön und das Biest, oder? Ja. Hier haben wir nochmal dasselbe. Einmal Mikrofasertuch und nochmal so einen Pool. Und das Pullis? Oder Mützen? Weiß nicht. Es könnten auch Stulpen sein. Ist das eine Leggings? Oder eine... Was ist das? So eine Unterhose. Das ist eine lange Unterhose. Aber die ist sehr dehnbar. Also ich glaube, das ist, die sieht zwar mini aus, aber das ist so eine richtig weite Unterhose. Oh. Wenn man friert, also wie eine Strumpfhose, nur dass die hier unten offen ist. Also klar, so für, wenn es jetzt richtig wie der Schnee war oder so, man die unter der Hose drunter ziehen will, ist okay. Ja. Aber die ist ja auch ganz schön, also die hat ja selber schon ganz schön, ich sag mal, Volumen. Einfach nur eine Strickleggings. Aber damit kann man natürlich, wenn man das zerschnippelt, den Stoff natürlich auch nutzen. Ja. Hat für mich jetzt trotzdem nicht viel mit Basteln zu tun. Nee. Also man darf nicht vergessen, es ist eine Bastelbox eigentlich. Richtig. Ne? Da stand direkt Bastelmaterial, DIY-Box. So, ich habe eine Box. Plüschmarionette steht da drauf. Okay, es ist offen. Ach doch, der ist voll süß. Der ist richtig niedlich. Wie süß. Hat zwar einen komischen Hals. Wie süß. Ist ein bisschen verdreht, glaube ich. Hier muss das noch so ein bisschen... Ja, das muss man, glaube ich, auseinander. Das muss man jetzt nicht auseinander machen, weil dann... Nee, das ist, kann man wieder zumachen. Ah. Das sind so... Also den kann man wieder zumachen. Och, wie süß ist der? Aber der ist doch mega niedlich. Voll süß. Richtig cool. Und das hier sind so Klettbänder. Damit kann ich das wieder so zusammennehmen und dann kann ich das einfach wieder sichern, dass ihm nichts passieren kann. Oh. Sehr, sehr niedlich. Ist echt eine süße Idee. Und ich glaube auch für Kinder damit zu spielen oder cool. Zu bespaßen. Eine richtig, richtig süße Sache. So, was haben wir noch? Ja. Hier ist auch irgendwas eingepackt und das fühlt sich eher an wie Besteck. Überraschung! Also wenn du jetzt eine Schere brauchst, ich habe eine Schere für dich. Ja, das ist mal Bastelmaterial. Das sind aber richtige, es sieht für mich eher aus wie Kleiderscheren. Ja. Also für Stoff. Zwei Stück sind hier drin. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Solche haben wir hier oben nicht. Nee. Werden wir auf jeden Fall, denke ich, öfters mal verwenden. Ja. Scheren kann man nie genug haben. Sehen extrem brutal aus. Und sehr große Dinger. Ja, also das ist dann eher wirklich so für Profis. Für Profis, die wirklich so schneidern und nähen. Ich habe hier auch was sehr, sehr Süßes. Eiswürfel, das sind diese Eiswürfel, die halt diese Würfel sind tatsächlich, wo Flüssigkeit drin ist. Die Flüssigkeit gefriert dann. Das sind so kleine Plastikförmchen. Und dann kann man die ins Getränk tun. Das Getränk verwässert nicht. So, was haben wir noch hier? Ein ganzes Paket Masken. Ja. Maniküre und Pediküre-Set. Ist so ein typisches Werbegeschenk. Mhm. Hat man hier so ein Ding und dann kann man... Also... Ja, eine elektrische Nagelpfeile. Kann man zwar auf die Naturnägel nähen, wenn man sich damit nicht so auskennt, wäre ich eher vorsichtig. Oh! Oh, Claudio! Da wissen wir, wem wir damit eine Freude machen können. Eine richtige Obi-Mütze. Eine richtige... Oh, sogar zwei.
Partnerlook. Okay. Ich glaube, Claudio könnte die stehen. Ich finde die jetzt nicht so. Ich feiere die jetzt nicht so. So sieht süß aus, wenn du die so rum aufsetzt. Mein Opa würde die auch tragen. So, wir haben nur noch drei Sachen. Ja. Und wir haben hier drinnen, und das finde ich richtig cool, ein Kinderspringseil. Oh, die sind süß. Ich hatte jetzt erst überlegt, mir wieder ein Springseil zu kaufen. Ich habe eins in Dresden. Das ist aber nicht aus Stoff, sondern das ist aus Gummi. Und das tut so weh, wenn du dich damit aus dem peitscht oder so. Oder dich triffst. Boah, ich hab für Ewigkeiten nicht mehr. Aber das ist natürlich sehr, sehr klein. Das ist ein Kinderspringseil. Also das kann man auch nicht verstellen. Ich halte mal ein bisschen vorsichtig Abstand. Theoretisch müsste das dann bis zu den Achseln gehen. Das tut es nicht, aber... Yay! Yay! Du musst noch ein bisschen höher springen als normal. Ja, ich habe immer noch Muskelkater, übrigens vom Wochenende. Finde ich aber total süß. Macht man nichts falsch. Ich denke, das hat jeder irgendwo zu Hause. Ja. Es ist natürlich wirklich für Kinder geeignet. Also selbst wenn man nur eins... Ich bin zur Orientierung für euch 1,59, 58. Es ist wirklich für Kleinkinder eher gedacht, glaube ich. Ist ein Mini. Aber richtig. Es ist hübsch. Hübsch ist süß. Ja, macht man nichts falsch damit. Da werden sich auf jeden Fall ein paar Leute freuen. So, und ich habe hier einen ganzen Haufen an Glückwunschkarten. Geht los mit Glückwunsch zur diamantenen Hochzeit. Aber finde ich richtig gut, weil Leute, so Karten sind ja, richtig guck, teuer. Und da steht auch hinten der Preis sogar noch drauf. Das ist eine Babykarte. 1,50, 2,30 Euro. Die ist auch schön. 2,10 Euro. Guck mal, die heiraten. Also Leute, die sind echt nicht günstig, solche Karten. Ne? Man kennt das ja immer. Also ich bin immer so, ich kaufe ja auch immer zum Geburtstag noch schnell irgendwo eine Karte. Ja. Aber so eine normale zum Geburtstag Glückwunschkarte geht immer. Und auch diese hier zur diamantenen Hochzeit, muss man ja auch immer überlegen, für wen ist die Karte. Ja. Und ich glaube, einfach mit der Schrift drauf kommt das sehr gut an. So, und dann haben wir hier, ich glaube, Topfuntersätze sind das, glaube ich. Habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen. Sind jetzt nicht die schönsten, aber finde ich echt nicht schlecht. Also gerade wenn man auch heißes Essen hat oder so zum drunterstellen. Ja. Waren hier auch mit dabei, die sind so gewebt und recht dick. Ich dachte erst, welches das Zeug, wo man drauf stickt. So Stickstoff. Ja. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe vor kurzem fast meine Küche in Brand gesetzt. Ne? Ohne Mist, mit meiner Freundin. Wir haben was in den Ofen schieben wollen und haben angemacht. Und ich habe oben auf meiner Herdplatte mein Schneidebrett, mein Holzbrett gehabt. Oh, das ist gefährlich. Und wir wundern uns so, warum es auf einmal so riecht und hatten vergessen, haben nicht den Ofen aufgedreht, sondern die Herdplatte. Und das war richtig, wir haben es noch gecheckt, aber wir dachten, boah, das war wirklich... Leute, immer vorsichtig sein. Ja. Das war's auch schon, die Kiste ist leer. Ey, Leute, hier war so viel drin. Ja. Wie ist denn dein Fazit? Krass, also für das Geld macht man wirklich... absolut nichts falsch. Also ich meine, alleine mit den Kissen, mega. Ja. Ich glaube, die würden alleine schon 15 Euro mindestens. Ja. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Kissen aus oder so, aber sowas ist auf keinen Fall günstig. Und es ist einfach auch dieser tolle Überraschungseffekt. Ja. Ich finde es halt einfach mega spaßig, wenn man einfach auch so Sachen wie diesen Pool, wo man vorher so denkt, so okay, aber dann hat man trotzdem so viele Anwendungsmöglichkeiten und denkt so, da kann man so viel cooles Zeug mitmachen. Bruno-Baden. Bruno-Baden, was mir auch noch eingefallen ist, aufpusten und dann tatsächlich Geschenke reinmachen. Ja. Einfach so als Überraschung. Stimmt. Und auch kann man auch so vielfältig verwenden. Das ist bei ganz vielen Sachen hier einfach so. Ja, also ich muss sagen, da ist Bastelbedarf mit dabei, aber viel Haushalt. Ja. Wirklich so Abverkaufzeug. Also wenn ihr auch so eine Box euch bestellt, Leute, ich glaube nicht, dass ihr genau das gleiche drin haben werdet. Es wird wahrscheinlich in jeder Box immer was anderes drin sein. Da gibt es auch Boxen, die sind wesentlich mehr wert und viel, viel teurer. Vielleicht testen wir das nochmal, wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir sowas mal durchtesten. Macht so eine teure was aus oder so eine... Also es ist ja wirklich ein Überraschungseffekt. Richtig, also ich finde, der Überraschungseffekt ist so, dass... Ich sag mal so das Wertvollste da dran. Ich finde, das macht richtig Spaß. Ich kann mir das auch für eine Familie richtig cool vorstellen. Es kommt so ein ganz, ganz großes Paket und es sind einfach so viele Überraschungen drin. Aber und es kann halt auch Müll drin sein. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also, nee, also klar, wir hatten jetzt vielleicht Glück mit ein, zwei, drei Sachen. Aber ich muss noch dazu sagen, es sind jetzt natürlich Sachen dabei, die ich mir so nicht bestellen würde oder die man nicht braucht. Aber für den Preis... Ja, also der Wert ist definitiv, ohne hier zusammenzurechnen, überschritten. Ja, ja. Es ist wirklich... Leute, wenn ihr weiter Bock habt, dass wir noch mehr solche Videos testen, dann schreibt es in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr ja zu Hause auch schon mal so eine Überraschungsbox bestellt. Wir hatten ja schon mal so eine Beautybox bestellt mit so... Die war auch nicht teuer, da gab es auch so Ausverkauf von ganz, ganz viel Make-up-Sachen. Die war nicht ganz so
Nee, da war ein bisschen... Hit. Genau, also es ist wirklich eine pure Überraschung. Mhm. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, dass wir das nochmal machen. Und wenn ihr Bock drauf habt, gerne schreiben. Und wenn ihr ein Highlight aus unserem Auspacken hier hattet, wenn ihr sagt, oh mein Gott, das ist das Coolste in dieser Box gewesen, gerne auch natürlich kommentieren. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von uns. Und dann sehen wir uns gesund und munter beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.